Herzlich willkommen beim Stempelpalast. In der letzten Woche habe ich euch eine Geburtstagskarte gezeigt und ihr habt mehrfach darum gebeten, dass ich euch die Erstellung dieser Geburtstagskarte einmal zeige und die Produkte, die ich benutzt habe, vorstelle. Das möchte ich hiermit gerne tun und hoffe, dass ich in Zukunft etwas mehr daran denke, Videos zu drehen, während ich Karten gestalte. denn augenscheinlich ist es das, was euch interessiert. Ja, jetzt hebt meine Waschmaschine ab. Läuft. Also, wir brauchen Farbkarton oder, ich glaube, er heißt tatsächlich sogar Farbkarton. Es ist aber Transparentpapier, also Vellum. Wir benötigen Farbkarton in Flüsterweiß. Wir benötigen Farbkarton in Puderrosa. Das lege ich nochmal eben zur Seite, damit ich euch den Rest vorstellen kann. Wir benötigen Savanne und Puderrosa als Stempelkissen. Dann habe ich mich entschieden für einen Stempel. Das war dieser hier. Zum Geburtstag alles Liebe. Der kommt aus einem Set. Das habe ich schon mal als Produkt erklärt. Das war diese Metallbox. Da gibt es die Stanze und die Stempelkissen. Ich verlinke euch das auch nochmal oben. Dann könnt ihr das nochmal anschauen. Das benutze ich auf jeden Fall. Ich lege den mal eben daneben. Das hier ist die Stanze dazu. Dann benutze ich Framelits für die Blätter. Die kommen aus dem Framelit-Set Palmengarten heißt es. Das ist hier. Palmengarten, da benutzen wir dieses Blatt. Und wir benutzen ein Gastgeberinnen-Set. Da benutzen wir diesen Stempel heraus. Das Gastgeberinnen-Set war das erste, was ich mir für meine Bestellung dazu geholt habe. Weil nämlich hier im Gastgeberinnen-Set auch noch ein Stempel ist für die Handstanze. Und ich dachte, das passt ganz nett zusammen. Und Gastgeberinnen-Set bedeutet, wenn du eine Party machst oder eine Bestellung aufgibst und 200 Euro übersteigst, dann kannst du dir aus den Gastgeberinnen-Sets hier bei uns eins aussuchen. Wir haben wahrlich Vintage jetzt. Du zahlst dann 16 Euro, wobei das Set einen Wert von 27 Euro hätte. Und diese 16 Euro kannst du bezahlen mit deinen Sparvorteilen. Nein, oh Gott, ich bin doch echt desolat heute. Also, Shoppingvorteile heißt es, nicht Sparvorteile. Du kriegst ab 200 Euro Partyumsatz 10%. Das heißt, wenn du genau 200 Euro erreichst, bekommst du von Stamping Up 20 Euro, für die du dir was aussuchen darfst. Hast du 215 Euro Partyumsatz, bekommst du 21,50 Euro. Und diese 16 Euro könntest du also darauf schon anrechnen, sodass also dir als Gastgeberin dann dieses Set quasi gratis gehören würde. Wir haben aber auch andere Sets, das kannst du dir im Katalog ja gerne nochmal anschauen. Es gibt verschiedene Sets, das war dann auch schon alles, die du dir als Gastgeberin anschauen kannst, musst du einfach mal schauen im Katalog ab Seite 226. Wir arbeiten auf jeden Fall jetzt mit wahrlich Vintage. Ich lege mal eben den Katalog zur Seite, das ist hier.
Und aus dem Wahrlich Vintage, hatte ich gerade schon gesagt, benutzen wir den Stempel. Den ziehen wir uns schon mal auf einen Acrylblock auf. Nicht wundern, das ist einer der Acrylblöcke, die es in den Komplettsets dazu gibt. Denn ich muss mich im Moment ein bisschen aufteilen. Dadurch, dass ich hier im Wohnzimmer, nein, in meinem Esszimmer Workshops gebe, gibt es also Material im Esszimmer. Dann gibt es seit neuestem auch Material im Café C'est la Vie in Weihe, weil ich da Workshops gebe. Und weil ich nicht immer alles durch die Gegend fahren mag, versuche ich gerade mein vorhandenes Material aufzuteilen. Und in der Konsequenz, in meinem Bastelzimmer arbeite ich dann jetzt mit diesen Transparentblöcken. Da steht zwar auch Stamping Up drauf, aber naja, sie sind halt kleiner. Also ich habe zum Beispiel hier noch diesen. Das ist unsere normale Dicke mit dieser Nut, an der man gut anfassen kann. Und es gibt aber dann eben auch die etwas dünneren, die in diesen Komplettsets mit dabei sind. So, dann nehmen wir uns noch schnell eben aus meinem Framelit-Set das Framelit, was wir gleich brauchen, noch raus. Ich habe das, nehme das übrigens immer raus. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt so habe. Normalerweise kommen ja, das ist jetzt zwar ein anderes Set, aber normalerweise kommen unsere Framelits hier in so einem Karton, in so einer Tüte. Und dann kann man die hier so rausnehmen. Und dann ist hier drin, ja, merkt man hier auch noch, hier drin ist normalerweise noch ein Stück Pappe mit doppelseitigem Klebeband und die Framelits kleben da drauf. Erstmal finde ich das doof, dass die Framelits kleben, weil die kleben hinterher nämlich auch dann an den Acrylplatten der Blickshot. Und ich habe auch keine Lust, ständig hier das Ding ein- und auszupacken. Und so habe ich mir Magnetplatten gekauft in Hüllen. Und wie ihr seht, kann man also, bleibt das einfach da drauf hängen, was ich sehr viel angenehmer finde. Und man hat das Set zusammen. Was ich noch nicht geschafft habe, ist, das hier zu benennen. Normalerweise habe ich hier unten dann halt immer einen Aufkleber draufkleben. Wo im Katalog, welches Stempelset dazu gehört, was das gekostet hat, wie viele Teile daran drin sind. Denn wenn ich Workshop gebe, dann gibt es hinterher eine gelbe Kiste. Die steht aktuell schon hier. Und da fliegt alles rein, was die Teilnehmer benutzt haben, weil ich sicher gehen möchte, dass hinterher die richtigen Teile in den richtigen Hüllen hängen. Denn sonst bei der Masse von Framelits, die ich mittlerweile schon angesammelt habe, finde ich das nie wieder. Darum kommen alle Framelits in diese Hülle, in diese Kiste und ich sortiere dann in einem ruhigen Moment das wieder in die Hüllen zurück. Genau, da hilft mir dann einfach hier auch 8 Eier, wunderbar, sind alle da. Läuft. So, aber genug geschnackt, wir wollen hier arbeiten, dafür sind wir da. Wir starten erstmal mit unserem Schneidbrett und machen uns die Karten fertig. Mein Standardkartenmaß ist 14,5 mal 10,5. Also lege ich hier an, ich bin überhaupt nicht mehr in der Kamera drin, ne? Ich lege das mal eben so, damit ihr das sehen könnt. Hier kann man anlegen bei 14,5. Und dann, jetzt kann ich natürlich nicht sehen, ob das gerade ist, ne? Doch, geht. Wir lassen das jetzt mal so. Das wird ja die Vorführkarte hier. Also 14,5, der dunkle ist zum Schneiden, der helle ist zum Falzen. Wir nehmen also den dunklen und schneiden einfach einmal durch. Dann drehen wir das Ganze um 90 Grad bis auf 10,5. Ich muss mal eben hier den Linser machen. So, 10,5. Und jetzt wollen wir nicht schneiden, sondern falzen. Dazu löse ich einmal die Feststelltaste und schiebe das Schneidding hier drüber weg. Und benutze jetzt den hellen zum Falzen. Und bei 10,5 mache ich einfach jetzt diese Falz. Dann kann ich das zusammenknicken und schwupp, Karte schon mal fertig.
So, dann haben wir einen Puderrosa Layer. Dazu benutze ich Puderrosa. Jetzt wird es ganz ein bisschen friemelig. Ich gucke mir das eben selber an, dann zeige ich es euch. Der Rosa Layer ist nämlich dann 14,25 mal 10,25. Das ist jetzt hier. Und auch da einfach schneiden. Das ist echt ungewohnt hier für die Kamera zu schneiden. Ich schneide das ja auch oft vor. Aber ich wollte euch jetzt einfach auch mitnehmen, wie ich das so erstelle. So, 10,25. 10,25 ist ungefähr hier so. Schwupp. Und jetzt kann man die Karte nehmen und die ist hier drauflegen. Und dann seht ihr, das ist ein ganz kleiner, kleiner als die weiße Karte außen. Und dann nehmen wir uns den Rest von dem Weiß. Und jetzt heißt der Auftrag 10 mal 14. Also nochmal 0,25 cm kleiner als der puderrosane Layer, den ich gerade geschnitten habe. So, dann kommt das weg. Und jetzt arbeiten wir erst auf der Karte, bevor wir hier hinterher das zusammenkleben. Wie ihr seht, das hier ist also noch ein Müh kleiner. Und so entstehen bei mir die Karten mit Layer. So, dann hatten wir auf der Karte den Stempel im Hintergrund. Dazu habe ich auf dieser Karte in Savanne mit dem Stempel zwei Abdrücke gemacht. Ich hatte ja das Arrangement überwiegend hier so in der Ecke. Da möchte ich natürlich jetzt auch wieder hin. Das heißt, ihr seht das alles, oder? Ihr müsst schreien, wenn ihr nichts mehr seht. Ich stempel mir hier einen Abdruck auf den Schmierzettel, denn ich möchte das nicht so dunkel haben und nehme den zweiten Abdruck. Ach so, jetzt müsst ihr noch mal eben eins sehen, und zwar ist dieses, ich nenne das mal Spitzchendeckchen, nicht komplett. Dieser Teil ist so ausgefranst und diesen ausgefransten Teil hier, den nehme ich jetzt schwupp nach innen und dann machen wir einmal. Ich muss noch mal eben auf das Foto gucken. Entschuldigung, ich habe mir das nämlich hier auch auf dem Tablet aufgerufen, aber bei meiner ganzen Sabbelei ist das Tablet natürlich erstmal ausgegangen. So, das ist nämlich das Schwierige daran, Karten nachzubasteln. Wir fangen auch unten an. Also, ich habe das Ding jetzt einmal um 180 Grad gedreht und wir fangen unten an. Ungefähr hier. Das ist der erste Abdruck. Und dann gehe ich nochmal in die Tinte, stempel nochmal einmal ab, drehe das Ding wieder um, dass dieses Kaputte wieder in der Mitte ist und stempel hier rein. Da ist der zweite Abdruck und dann ist die Stempelarbeit auch schon fast erledigt. Savanne kann schon mal weg. Hier haben wir unser Stempelreinigungs Schrubbox. Da machen wir eben auf den Stempel sauber. Die habe ich nämlich im Kreativzimmer, habe ich das alles schön um mich herum greifbar. So, den tun wir hier wieder rein. So. Dann der nächste Step. Genau. Ich habe hier das Reststück
Reststück in Weiß. Auf diesem Reststück brauchen wir jetzt den anderen Stempel. Zum Geburtstag alles Liebe. Den ziehen wir jetzt mal hier auf. Dazu nehmen wir dann, nee, nicht wieder ausgehen, bitte. Nehmen wir dann Puderrosa. Das Schöne an diesen Clear Stamps ist ja, im Verhältnis zu den anderen, wie wir gerade gesehen haben, da konnten wir nicht so richtig gucken. Und bei diesen Clear Stamps können wir jetzt richtig schön gucken, was wir hier tun. Ich lasse das halt immer noch einen Moment drauf, damit die Farbe so ein bisschen auch ins Papier einziehen kann. Schwupp, zum Geburtstag alles Liebe. Das war auch schon der Stempelteil. Dann können wir den auch schnell sauber machen. Wenn das übrigens nicht so zarte Farben sind, sondern kräftige Rottöne oder dunkelblau oder sowas, dann stempel ich die Stempel, bevor ich sie sauber mache, auf der Unterlage erst aus, weil ansonsten macht man die Schrubbox ständig sauber, weil sie die Stempel nicht mehr sauber kriegt, weil sie diese satten Farben, also dann ist sie quasi farbsatt. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. So, dann nehmen wir uns eine Schere. Und dann beginnt die Fummelarbeit. Denn wir müssen ausschneiden. Wie ihr in meinen Videos vielleicht gesehen habt, schneide ich im Moment relativ viel aus. Ausschneiden gehörte früher überhaupt nicht zu meinen Aufgaben. Wenn man das nicht ausstanzen konnte, dann wollte ich das nicht ausgehen. Ich brauche dich noch. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das geht aber nicht. Es gibt so vieles, was man ausschneiden muss. Ich muss mich da irgendwann mal dran machen. Und darum, das ist im Moment so ein bisschen Training für mich, quasi auch Dinge zu benutzen, die man einfach ausschneiden muss. Meine Teilnehmer leiden schon manchmal, wenn sie sehen, da ist wieder was ausgeschnitten. Aber sonst lernt man es ja auch nicht, ne? So, aber ihr seht, es ist ja auch relativ schnell gemacht. Das ist jetzt nicht so ein übles Motiv, wo das so gar nicht geht. Vielleicht diese Ecke noch weg. Na, machen wir noch ein bisschen dünner. So. Das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir zwei. Oh, jetzt muss ich hier noch mal eben drüber fassen. Ich habe nämlich schon das Puderrosa in der Restekiste entsorgt. Aber einen brauchen wir noch. Und zwar mit der Handstanze. So wäre es ja wie ein Locher. Ich benutze sie immer andersherum. Hier kann man schön reingucken, was man hier tut. Kann man auch schön die Ecke benutzen, um sparsam zu sein. Zack. Das brauchen wir gleich nochmal. Und dann haben wir hier Vellum. Auch hier können wir ganz sparsam eine Ecke benutzen. Zack. So, dann schneide ich... Nein, du gehst nicht aus. Von dem Vellum mal eben ein Stückchen ab. So. Das kommt in die Restekiste, das bleibt bei mir. Denn jetzt brauchen wir noch unsere Big Shot. Ja. Und zwar machen wir erst schon mal das Schild fertig. Hinter das Schild klebe ich jetzt ein Dimensional.
mit dem Dimensional klebe ich das hier auf das Etikett, so wie es eigentlich tatsächlich auch gehört. Na. Das ist natürlich auch Augenmaß ein bisschen. So. Und dann habe ich ja noch mein Puderrosa-Etikett. Das habe ich jetzt quasi ein Stückchen gedreht. Nicht so, sondern so. Und da man bei Pergamentpapier relativ schnell sehen kann, wenn man hier geklebt hat, habe ich also hier auch nur in der Mitte geklebt, unter dem Schild. Weil da sieht man dann nicht, dass wir geklebt haben. So. Ein bisschen in die Mitte rutschen. So, dann kann das nämlich auch schon mal in Ruhe anziehen hier. Und wir kümmern uns jetzt um die Big Shot. Ich lege noch mal eben die Karte zur Seite. Machen wir ein bisschen Platz hier wieder. Wir brauchen jetzt jeweils zwei Blätter. Zwei aus Puderrosa und zwei aus Vellum, also aus Pergament. Die kurbeln wir uns ganz schnell eben hier raus. Könnt ihr das überhaupt sehen? Nee, ne? Ich habe es befürchtet, dass ihr das nicht sehen könnt. Ich rutsche es nochmal hoch. So ist, glaube ich, besser. Also nochmal das Blatt da drauf. Die Acrylplatte drauf, durchkurbeln hin und wieder zurück. Es ist halt ein bisschen schwierig mit der Einstellung, weil die Big Shot ja relativ groß ist. Und man aber, damit ihr überhaupt seht, was ich so mit den Händen tue, ja relativ nah rankommen muss vom Zoom her. Ja, aber ihr könnt euch das ja vorstellen. Machen wir das hier nochmal auf Pergamentpapier. Da ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Da habe ich mir mal beim großen A solche Pinzetten bestellt. Die haben eine echte Spitze dran. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Und damit kann man in diese kleinen Löcher pieken und das so ein bisschen anlösen. So. Und so kriegt man dann auch die Blätter da raus, wenn man künstliche Fingernägel hat, so wie ich. So, dass ich gerade so still war, liegt daran, dass ich mir die Pinzette schön in den Mund gesteckt habe. Das legen wir wieder raus. Das kommt gleich in die Restekiste. Das hier geht wieder zu meinen Füßen. So, dann haben wir nämlich hier auch schon die Blätter. Na komm ran. Eins pulen wir hier nochmal eben aus dem Ding raus. Zack, zack. Vorsichtig, damit wir keins der Blätter abreißen. So, sehr schön.
Aber das ist eigentlich gerade eine Idee. Ne? Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, also schmeiße ich gerade das Framelit, was ich nicht mehr brauche, in meine Plastikkiste. Aber ich hatte euch ja aus meinem Ordner das Metallding rausgesucht. Also sind wir heute mal vorbildlich ordentlich. So, jetzt ist es aus. Jetzt machen wir es wieder an. Na, so. Düdelüdüdüt. Das und das haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch Band. Genau. Wir brauchen noch Band. Das ist in diesem Fall auch in Pink oder rosa Metallic Garn. Na. Dafür nehme ich in der Regel nicht meine Papierscheren, sondern einfach eine günstige Schere. So. Sehr schön. Jetzt weiter im Text. Hier haben wir, machen wir noch mal Dimension Nails drauf. Ich habe da jetzt drei Stück benutzt, weil ich auch gleich noch das Metallic Band daran kleben möchte. Und zwar wickele ich mir das immer irgendwie um die Finger. Also ich halte so ein Ende hier einfach so fest und mache dann so ein paar Finger. Irgendwie so. Schnapp. Dann kann ich die Finger da rausnehmen und kann das ganz einfach. Jetzt habe ich auf der Karte gehen das ausschließlich nach oben. Also muss ich ja hier auch mal gucken, wo oben ist. Das ist oben ist ungefähr da, wo diese beiden sind. Also kann ich das hier so dran kleben, damit dann nur oben das Band rausschaut. So, dann schneide ich mir noch die überstehenden Enden ab. Die Schere ist so scharf, die hat gerade eine ganze Runde kaputt geschnitten, nur weil ich mich da so dran vorbeischummeln wollte. Na gut, dann haben wir eine Runde weniger. So, das haben wir auch schon mal. Das legen wir noch eine Sekunde zur Seite, denn jetzt kommen wir zur Fertigstellung. Wir nehmen hier unser Blatt. Dann nehme ich immer Glue Dots. Mach das Glue Dot hier so an die erste Kreuzung. Und dann habe ich Schiss, das abzureißen, also nehme ich wieder eine Pinzette. Und habe dann einfach das hier so auf die Karte gesetzt. Dann gibt es hier noch das zweite rosa Blatt. Oh, ich bin total gespannt. Ich habe etwas gefunden, wo man das ist wie so ein Glue-Dot-Abroller. Den habe ich mir mal bestellt. Da bin ich tatsächlich echt gespannt. So, dann das zweite Blatt auch einfach hier so drüber. Wenn ich die Karte so angucke, wird diese Karte tatsächlich auch anders. Aber das ist einfach Handarbeit, ne? Man kann in Handarbeit nicht zwei identische Karten machen. Ich gucke das Foto schon an und trotzdem wird es irgendwie anders.
Dann habe ich die hier direkt daneben geklebt. Und habe dann ein Glue-Dart aufgerollt. Seht ihr das? Und dieses Glue-Dart habe ich dann hier oben noch mal irgendwo versteckt. Damit das Blatt so ein bisschen mehr liegt. So, und hier haben wir noch das letzte Blatt. Auch wieder das Glue-Dart da drauf. So, guck, das geht von alleine, das liegt sehr gut von alleine, das ist schön. So, dann kann die Glue-Darts auch schon wieder weg. Und jetzt habe ich nur noch das Ding dazu geklebt, um die Enden der Blätter so ein bisschen zu verstecken. So, das war es schon fast. Was ich jetzt hier nicht mehr habe, sind die hellrosanen Steinchen, die ich auf der alten Karte verarbeitet habe. Aber wir haben auch kleine Perlchen im Katalog. Ach so, das ist übrigens das ist die Dose von dem Set mit der Handstanze und den Stempeln. Die habe ich jetzt benutzt, um hier alles, was glitzern kann, reinzutun. Hier ist noch meine Pinzette. So, dann nehmen wir tatsächlich auch hellrosane Steinchen. Glaube, die passen ganz gut. Steinchen nehmen. So. Und jetzt ist die Karte tatsächlich auch kein Hexenwerk mehr. Voilà. Da wollen schon beide mit. Wir nehmen uns Tombo. So. Dann kommt die Karte hier drauf. Und bei Tombo kann man das hinterher noch so ein Stückchen verschieben, damit das wirklich mittig ist. Und dann gibt es hier noch eine Runde Tombow. Und dann gibt es die Kartenbasis. Da können wir das auch noch so ein Stückchen hin und her schieben. So, und dann gibt es bei mir ganz zum Schluss noch meinen Stempel. Versucht das immer so ein bisschen in gedeckter Farbe zu behalten. Der kommt dann hier hinten noch drauf. Richtig rum wäre jetzt schön. So. Schwupp.
Und so ist die Karte dann fertig. Ja. Das wolltet ihr gerne sehen. Das habe ich euch gezeigt. Ich gelobe Besserung, dass ich beim nächsten Mal, dass ich euch jetzt häufiger mitnehme, wenn ich bastel und euch nicht nur die fertigen Projekte zeige. Ihr müsst dann ein bisschen mit meinen Lichtverhältnissen leben. Ich bastel ja zu ungewöhnlichen Tageszeiten, manchmal auch dann nachts. Aktuell ist es, glaube ich, 11:30 Uhr. Also tagsüber. Ich muss mich einfach noch so ein bisschen um mein Licht hier kümmern. Ich habe eine Lampe in die Richtung und da oben 100 Watt in der Decke drin. Was mir noch fehlt, ist so eine Ringleuchte, weil ich einfach noch keine Ahnung habe, wie ich die über diesem Arbeitsplatz festbauen soll. Und ich möchte gerne auch noch meinen Kreativraum umbauen, sodass das mit dem Licht also noch ein bisschen dauert. Ja, das ist halt alles noch nicht perfekt. Ich bin immer noch so ein bisschen in den Startlöchern. Bin ja auch noch nicht so lange Demo. Aber ich freue mich, dass ihr Freude habt an meinen Videos, dass ihr mir zuschauen mögt, wenn ich unterwegs bin. Und ja, wenn ihr also Wünsche habt, so wie jetzt, diese Karte einfach auch nochmal nachzubasteln und das zu zeigen, das habe ich von Herzen gerne getan. Ich würde mich freuen über weitere Anregungen, was ihr gerne sehen mögt, was ich euch zeigen darf. Ich kann ja immer nur raten, was ihr gerne sehen wollt. Ja, dann sage ich herzlich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr vom Stempelpalast sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen hoch. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Thank you.